Hallo zu unserer Netzwerkrubrik. Hier stellen wir wie in jedem Monat aktuelle Spiele von den Download-Marktplätzen dieser Welt, sprich für PSN, Xbox Live und den Download-Marktplatz der Wii U oder Wii vor. Und bei mir ist der Thomas. Grüß dich. Und der wird jetzt ein bisschen was erzählen zu dem ersten Spiel hier. Das ist Dollar Dash. Genau, das ist Dollar Dash am ersten vergleichbar, würde ich sagen, mit Bomberman. Nur nicht ganz so spaßig. Warum? Das erklär ich gleich noch. Es geht darum, diese aufploppenden Dollarscheine, die da in dem Fall jetzt rechts aufploppen, warum auch immer, in das Motorboot, das Fluchtfahrzeug zu werfen. Das Ganze geht mit 4 Spielern, ist natürlich im Mehrspielermodus um einiges interessanter als im Singleplayer-Modus, weil die KI da auch nicht so toll ist. Und man hat Waffen, man hat Fallen und man kann Extras einsammeln, mit dem man zum Beispiel schneller rennen kann oder sowas. Und es geht darum, den Gegner eben daran zu hindern, das Geld einzusammeln. Es gibt 20 Karten, das ist auf jeden Fall sehr gut. Der Nachteil ist, das Ganze ist nicht so lange unterhaltsam. Allein, wie gesagt, gar nicht. Und im Mehrspielermodus immerhin kurzzeitig chaotisch und gerade mit Freunden eigentlich eine ganz nette Sache. Für 800 Microsoft Points, also ungefähr 10 Euro, XBLA und PSN erhältlich. Ich würde sagen, für einen kurzfristigen Spaß ist das eigentlich sogar zu teuer. Da würde ich dann tatsächlich lieber zu Bomberman greifen und ja, das macht dann auch längerfristig Spaß. Ob das hier längerfristig Spaß macht, weiß ich nicht so recht. Ich war ja erstmal total angetan, als ich gehört habe, dass Milestone, die haben ja WRC 1 bis 3 gemacht, einen Arcade Racer zum Thema machen wird. Ja. Und das Ergebnis sehen wir hier, das ist WRC Power Slide. Und naja, man kann wie bei jedem Funracer eigentlich sagen, oh, das sieht ja aus wie Micro Machines, liegt vor allem an dieser Kamera. Grundsätzlich geht es darum, du hast tatsächlich Rallye-Lizenzen, also du bist auf insgesamt 24 Strecken in 8 Schauplätzen unterwegs und fährst da mit Fahrern wie Sebastian Loeb zum Beispiel herum und versuchst drei Kontrahenten abzuhängen. Das geht unter anderem auch mit Power-Ups, die vereinzelt auf der Strecke rumliegen. Und wie man schon sehen kann, sieht das Ganze jetzt auch nicht allzu schlecht aus. Das Problem ist allerdings zum einen die Kamera, die ich schon angesprochen habe. Unser Tester Patrick hat das so schön beschrieben. Er hatte nach ein paar Rennen tatsächlich so etwas wie Sehkrankheit. Also für Leute, die unter Motion Sickness leiden oder so, dürfte das nichts sein. Ja, die Physik ist halt auch gewöhnungsbedürftig. Da hatte ich mir ehrlich gesagt auch von Milestone dann was anderes erhofft. Es gibt keinen lokalen Multiplayer. Meiner Meinung nach ist dieses Spiel dafür prädestiniert. Absolut. Und es ist mit 1200 Microsoft Points auch einfach zu teuer für das, was tatsächlich geboten wird. Deswegen würde ich sagen, WRC Power Slide muss man nicht unbedingt machen. Da gibt es bessere Funracer. Alles klar. Dann kommen wir doch gleich zum nächsten Spiel und zwar ist das Darkstalkers Resurrection. Das Ganze ist eine HD-Collection von 2 ziemlich alten Spielen, aber guten Spielen und zwar einmal Darkstalkers 3, was in der Arcade-Halle und auch auf der PlayStation und Saturn erhältlich war und Darkstalkers The Night Warriors, ebenfalls für Arcade und PlayStation erhältlich. Das Ganze kostet für PSN und XBLA 1200 Microsoft Points bzw. 15 Euro. Das Spiel war damals wegweisend, was Kombos und Kombo-Ketten anging. Ist sozusagen so ein bisschen eine Alternative zu Street Fighter und Co. Das unbekanntere Spiel hat aber auch eine riesen Fangemeinde. Und die HD Collection ist insofern interessant, als dass eben die Originalspiele drin sind. Man das Ganze aber auch in 16:9 spielen kann und auch mit Kantenglättung. Also sieht dann richtig hübsch aus, wenn man das Ganze umstellt. Genau, im Singleplayer geht es einfach darum, Gegner nacheinander zu vermöbeln, wie man das aus dem Arcade-Modus kennt. Das ist eher uninteressant. Mehr Spaß macht da und das ist dann auch richtig lustig zum Teil der Mehrspieler-Modus. Hier sind wir übrigens gerade in den USA mit irgendwie chinesischen Schriftzeichen im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, was das soll. Online ist auch ganz cool. Bis zu 8 Spieler und dann kann man eben kleine Turniere austragen und sowas. Ich würde sagen, das ist eben genau das Richtige für Retro-Fans, die vielleicht von Virtua Fighter und Street Fighter schon genug haben. Die können sich das auf jeden Fall runterladen. Das ist eine echt coole Umsetzung. Und das war's dann auch für diesen Monat. Wir sind raus. Tschüss, bis dann. Bis dann.